Der Meteorit, der in Flensburg nach einem Feuerball am Himmel gefunden wurde, ist absolut unglaublich. Er besteht aus einem wirklich extrem seltenen Material. Laut einem Forschungsteam aus Münster handelt es sich um einen echten, Zitat, Sensationsmeteoritenfall, der uns spannende Erkenntnisse zur Frühphase des Sonnensystems liefert. Denn bisher gibt es weltweit nur zwei andere solcher Meteoriten. Ein spezieller Sonderforschungsbereich kümmert sich jetzt um den Brocken. Kriegst du um Science Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Es war eine wirklich spektakuläre Himmelserscheinung im September des vergangenen Jahres 2019. Am Himmel über Norddeutschland war ein Feuerball zu sehen, der von einem lauten Knall begleitet wurde und vielen Menschen den Atem raubte. Einen Tag später spürte ein Mann in seinem Garten in Flensburg einen kleinen dunklen Stein auf. Sein Gewicht 24,5 Gramm und tatsächlich, es handelte sich um einen Überrest vom Vortag. Der Name des Meteoritenrests: Flensburg, so wie der Fundort. Ein wirklich spektakulärer Fund, wie jetzt die Analyse eines großen Forschungsteams offenbart. Etwa 15 Forschungsinstitute sind mittlerweile bei der Untersuchung des Meteoriten beteiligt. Der kleine Stein wurde chemisch und mineralogisch ins Visier genommen und die Ergebnisse sind wirklich verblüffend. Demnach handelt es sich um einen Meteoriten, der sich stark von den meisten bislang aufgespürten Meteoriten unterscheidet. Konkret handelt es sich um einen Chondriten mit der Klassifikation C1Ung. Verglichen kann er nur mit sogenannten kohligen Chondriten und das hat wirklich Seltenheitswert. Bislang sind nur sehr wenige Meteoriten mit vergleichbaren Eigenschaften bekannt und die wurden, Achtung, auf dem Mond und in der Antarktis aufgespürt. Deswegen bezeichnet das Münsteraner Forschungsteam das Ganze als einen, Zitat, Sensationsmeteoritenfall. Analysen mit dem Rasterelektronenmikroskop nämlich haben gezeigt, dass Flensburg nur Minerale enthält, die sich in der Frühphase unseres Sonnensystems gebildet haben, und zwar unter der Beteiligung von Wasser. Unter Fachleuten ist von Carbonaten und Schichtsilikaten die Rede. Flensburg stammt demnach wohl von einem ursprünglichen Mutterkörper, der als Teil eines möglichen Bausteins der Erde angesehen werden kann. Dazu einer der beteiligten Forscher, Adi Bischoff. Der Meteorit von Flensburg gehört einer extrem seltenen Meteoritenklasse an und ist der bisher einzige Meteoritenfall in Deutschland, der beweist, dass es vor 4,56 Milliarden Jahren im frühen Sonnensystem kleine Körper gegeben haben muss, auf denen es flüssiges Wasser gab. Vielleicht haben solche Körper der Erde auch das Wasser geliefert. Heißt also, dass Meteoriten spannende und wichtige Aufschlüsse über die Entstehung von Planeten geben, und genau damit beschäftigt sich der Sonderforschungsbereich, der aus WissenschaftlerInnen aus Berlin und Münster besteht. Die Bezeichnung TRR-170, späte Akkretion auf terrestrischen Planeten, und diese Arbeit wird auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Die zentralen Rätsel, die hier endlich gelöst werden sollen, lauten: Aus welchen Bausteinen wurden Planeten und vor allem auch die Erde ursprünglich mal gebildet, und hat manches Material die Erde erst nachträglich erreicht und wie war dieses zusammengesetzt? Antworten auf diese spannenden Fragen können vor allem die Analysen von Meteoriten geben, denn die gelten als die ältesten Gesteine des Sonnensystems. Was ist eigentlich ein Meteorit und was ein Asteroid und was, naja, und so weiter und so fort. Hier gibt es die Erklärung: Kosmisches Lexikon 1, Meteore, Meteorite, Meteoroiden und Asteroiden. Anklicken, anschauen und Igis Kosmos abonnieren. Meine Kanalempfehlung. Bis dann. Bleibt dran.